zurück, wieder im kalten Norddeutschland, hier am 22. oder haben wir heute den 23. 23. Dezember 2022. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Naturfreunde, hier zu einem neuen Kurzvideo. Ja, das Erste, was ich mache, ein Video mit euch zusammen im Garten, was mich hier erwartet nach dieser Schnee- und Frostperiode hier, die ich ja komplett verschlafen habe. Und apropos verschlafen, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, dazu mehr in diesem Video, am Ende dieses Videos hier, warum ich so dramatisch schlecht aussehe, warum es mir überhaupt nicht gut geht. So, und ich würde sagen, wir gehen als allererstes mal ins Gewächshaus. Viel Spaß! Die Sonne steht tief und wir sehen, also wenn wir hier zum Beispiel sehen, das wollte ich euch noch zeigen, Schneebruch, die Gefahr, die hatte ich ja tatsächlich gesehen, oh je. Und wenn ich mir hier oben die Araucaria angucke, die sieht auch übel aus. Die brasilianische Araucaria, oh, die muss ich nochmal aufrichten. Die ist durch Schneebruch richtig gekrümmt, glücklicherweise nichts gebrochen. Da lagen richtig Schneemassen drauf. Ja, so, wir gehen ins Gewächshaus. Im Gewächshaus hatte ich ja eine Drei-Flaschen-Anlage Gas angeschlossen, installiert, angemacht, die das Gewächshaus auf Plus-Temperaturen hält. Und zusätzlich hier ein Frostwächter, der angeschlossen, also Frostwächter 2000 Watt, glaube ich, die hier angeschlossen ist auf, an einen Temperaturfühler, welcher wiederum den Strom fließen lässt bei Erreichen von 0 Grad und den Strom wieder ausschaltet bei Erreichen von 1 Grad. Und der Fühler, der hängt hier irgendwo so eher so in Bodennähe hinter dem Lüfter natürlich. Und der Lüfter ist zurzeit aus. Und wenn wir uns so umschauen, es sieht alles sehr gut aus. Ich kann keine Frostschäden erkennen. Ich kann keine Frostschäden erkennen. Super. Hat alles funktioniert. Und bei dieser Gelegenheit nochmal ganz herzlichen Dank an meine Freunde Kerstin und Alfred, die ihr euch hier die Mühe gemacht habt, einmal reinzugucken, gleich am Anfang der Frostperiode. Ob ich auch den Ofen angestellt habe, euch ganz herzlichen Dank. Ich war ja ziemlich unsicher, ob ich überhaupt den Schalter auf eingestellt habe. Und wenn wir uns so umschauen hier, die Heizung läuft immer noch nach über 2 Wochen. Nach 2 Wochen und einem Tag läuft die Heizung noch. Das ist ja toll. Die können wir nämlich jetzt ausschalten. Wir haben draußen 5 Grad plus. Okay, die letzte Flasche, die ist noch voll. Da ist noch richtig was drin. Die beiden sind leer. Und daher schalte ich die jetzt hier mal aus. Und ich hoffe, dass wir somit den strombetriebenen Notheizer gar nicht brauchten hier. So, die Heizungen sind aus. Relativ schnell dürfte gleich die Zündflamme ausgehen. Das wird jetzt ein paar Sekunden noch ein bisschen dauern. Da werde ich euch jetzt nicht mit quälen. Das dauert ein bisschen. Sieht gut aus. Zeigerpflanze für Frost oder nicht Frost ist bei mir hier immer die Zimmerlinde. Und wie ihr seht, nach 2 Wochen, die ist immer noch am Blühen. Die Blätter sind nicht verfroren. Und ich muss jetzt ein bisschen Fenster aufmachen, weil die ersten Blüten, die verschimmeln hier. Das kommt natürlich dann vor, wenn die Luft steht. Ja, das ist leider so. Auch manche Agapanthus, die verfaulen, wenn das zu feucht war. Das ist natürlich auch ärgerlich. Das kann dann mal passieren, wenn das zu feucht war. So, dann machen wir mal kurz das Fenster auf hier. So, Fenster sind auf. Sehr schön. Ansonsten keine Schäden. Ja, wie gesagt, eingekaufter Agapanthus. Das werde ich überleben. Das kommt leider vor. Wurzelschäden und Wurzelfeuchtigkeit. Aber wir sehen hier auch Madeira-Eukalyptus. Ihr werdet es alle sehen in den kommenden Videos. Auch hier Petosporum. Sieht alles sehr gut aus. Ja, das hat gut geklappt. Sehr schön. Technik hat mich nicht im Stich gelassen. So, was mich jetzt noch besonders interessiert, das war die einmalige absolute Tiefstemperatur hier. So, das ist Maximaltemperatur. Und das ist Minimaltemperatur, außer in minus 8 Grad, na das geht ja noch. Im Gewächshaus minus 0,5, völlig in Ordnung, kann mal passieren. Draußen minus 8,3. Das ist ja auszuhalten. Sehr schön.
Also nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet habe. So, dann nochmal ein ganz kurzer Rundgang zu den ausgepflanzten Exoten, die hier ja mit Rindenmulch geschützt sind. Mehr oder weniger. Eriobutria sieht gut aus. Eucalyptus gunnii sieht auch völlig in Ordnung aus. Alles gut, gucken wir weiter. Immergrüne Eichen natürlich völlig in Ordnung. Also minus 8 Grad, das macht denen nichts, überhaupt nichts. Und auch bis auf den schiefen Kopf ist hier Araucaria angustifolia, also die brasilianische Araucarie, überhaupt nicht gefährdet. So, ich schütze ja alles möglichst natürlich mit Rindenmulch und viel Laub und Zweigen drüber, damit die Amseln mir das nicht auseinanderreißen. Das ist ja alles in Ordnung. Das ist alles kein Problem. Minus 8 Grad, auch für die Korkeichen hier. Alles in Ordnung. So, hier haben wir die Banane. Ja, die wird schon. Das kann auch drauf bleiben. Das sind Zwergpalmen. Die werden auch keine Probleme gehabt haben hier. Die werden nämlich gleich wieder ausgepackt. Da kann man ruhig den Deckel aufmachen, damit die Luft bekommen. Genau. Sehr schön. Ja, das wird für die Zwergpalmen kein Problem gewesen sein. Die anderen mache ich nachher auf. Ja, sieht alles sehr gut aus. Ja, auch hier. Auch bei der Pinie hatte ich mit Schneebruchgefahr gerechnet, aber alles gut. Sehr schön. Korkeiche auch hier, alles bestens. Jo, Lorbeer natürlich gar kein Problem. Völlig ungeschützt, dieses Exemplar. Was haben wir hier? Maitenus boaria aus Südchile, auch kein Problem bei diesen Temperaturen. Also minus 8 Grad, das ist ja in Ordnung, auch wenn es dann am Boden vielleicht minus 14 sind. Sieht alles in Ordnung aus, auch dieser Petosporum hier. Alles gut. So, und hier haben wir dann noch zugedeckt. Ja, die werden wahrscheinlich einen Knacks wegbekommen haben. Baumfarne, die leben noch. Guckt euch mal diese Baumfarne. Nur mit einer Wolldecke geschützt. Das Herz natürlich angehäufelt. Mit Rindenmulch, ganz dick, also mit dem Sack Rindenmulch. So, dann wollen wir das mal waschen nachher. Da ist noch ein Handtuch drüber. Ja, minus 8 Grad überstanden. Die Blätter, die können jetzt weiter Photosynthese betreiben, das ist schön. Ein bisschen umgeknickt hier, das kann auch passieren, ja, macht nichts. Die können weiterhin Photosynthese betreiben, schaut euch mal diese schönen Blätter an. Minus 8 Grad, ein bisschen überstanden, der wird wahrscheinlich ein bisschen erfroren sein hier. So, und da haben wir dann auch noch was. Wie gesagt, ich schütze meine Pflanzen so natürlich wie möglich. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Hier ist nochmal Lorbeer drin. Andere sind umgebogen und unter einem Riesenhaufen Rindenmulch. Dieser war schon so groß. Der ist unter einem Styroporbienenkasten. Ne? Zwei Zagen, Deckel, Boden wird natürlich weggelassen. Ja, sehr schön. Und hier haben wir auch noch, ja, sehr schön, auch noch, fliegen sogar die Insekten schon wieder, den Baum fahren, tatsächlich, sehr schön. Das muss ich nachher mal trocknen und dann schön waschen. Also es funktioniert, auch primitive Methoden funktionieren. Ja, alles andere, wie gesagt, was haben wir hier, Kamelien, die Bittermandarine, verschiedene Nadelgehölze hier, Araucarien und da auch Aucuba, die können das alles ab. Das ist minus 8 Grad, überhaupt kein Problem. Ja, aber auch hier Glück gehabt, aber die brasilianische Araucarie ein bisschen krumm gebogen da oben, der Trieb. Da muss man sehen, dass wir den wieder gerade kriegen, ganz vorsichtig, wenn es richtig warm ist. Irgendwie vielleicht ein bisschen gerade stützen oder so, mal sehen. Das ist ja nicht so schön, wenn er so krumm ist, ne? Also wenn es wärmer ist, bloß nicht bei Frost, dann kann man sicherlich die Spitze ein bisschen ganz vorsichtig nach oben stützen wieder, ja. So, die ausgepflanzten Trachycarpus-Palmen, die sind natürlich überhaupt nicht gefährdet hier. Hier kann man sicherlich jetzt ernten. Da muss ich mal die Fachleute fragen, wäre das jetzt die Jahreszeit? Wahrscheinlich. Ja, ansonsten sieht alles gut aus.
Hanfpalmen, die sind überhaupt nicht gefährdet, gar kein Problem. Alles in Ordnung. Ja, hier die Zwergpalmen, da wissen wir ja, dass wir da Schäden hatten. Oh, dieser Eukalyptus, der ist hinüber. Das sehe ich auf den ersten Blick. Schade. Eukalyptus gunnii, habe ich gedacht, dass es einer ist. Ist es scheinbar doch nicht. Der ist durch Frosttrocknis, das sieht man, ne? Schaden, der ist schade. Wohingegen dieser hier völlig ungeschadet, unbeschadet ist, obwohl er an der kälteren Ecke steht, nämlich an der Ostecke hier. Ja, von daher vermute ich mal, dass das kein Eukalyptus gunnii war. Das muss was anderes gewesen sein. Schade. Dann kommt da wieder einer hin. Ja. Der sieht tadellos aus. Und der ist komplett verfroren. Das wird komplett verfroren sein. Ja, das ist dann die Frosttrocknis. Ne? Vielleicht zieht er noch ein bisschen Saft, aber ohne Laub. Nee, da ist nichts mehr. Da ist alles erfroren. Also ich vermute mal, dass es kein Eukalyptus gunnii ist. Ja, das ist was anderes. Naja, schade. So, dann geht es nochmal zu den Bienen. Jo. Aber Kälte, gut, wenn die Völker gut vorbereitet sind. Totenfall wird eine Menge da sein. Ja, haben wir hier auch einiges an Totenfall. Das ist dann aber völlig normal. Nach diesen kalten Tagen hier, ja. So, und Klopfprobe, das heißt ganz einfach. Ja, einmal gegenklopfen, meistens brummen die schon von alleine, da braucht man nicht groß gegenklopfen, aber wenn man jetzt nichts hört, dann hilft die Klopfprobe, dann brausen sie einmal kurz auf, um sich danach wieder zu beruhigen. Ich werde das hier nochmal demonstrieren. Die sind ja alle auf 3 Zargen eingewintert hier, weil da eine Futterzarge drauf kam, also eine Zarge mit Futterwaben. Jo. Jo, alles gut. Ja, brauche ich gar nicht klopfen. Hier auch nochmal. Ja, alles gut. Den haben wir schon. So, hier geht's weiter. Langstrutvolk hat mir sehr gut gefallen dieses Jahr. Ja, völlig in Ordnung. Ja, da berühre ich jetzt nichts. Vielleicht an der falschen Seite. Ja, ist alles gut. Alles gut. Jo, immer fluglochseitig abhören, nicht auf der falschen Seite, dann hört man natürlich nichts. So, dann nehmen wir noch den letzten. Wo ist das Flugloch? Hier, da ist das Flugloch. Genau. Ja, alles gut, alles gut. Alle Völker in Ordnung, auch wenn sie sehr viel Totenfall haben dieses Jahr. Das sollte uns nicht stören. Beziehungsweise stören schon. Man müsste aufpassen, dass die Fluglöcher von Bienen nicht zugestopft werden. Das ist wichtig, ne? Ja, das sind die Bienen, die es noch rausschaffen, gerade noch so bei der Kälte, aber dann doch nicht mehr auffliegen, beziehungsweise rausgeschleppt werden. Ja, das sind dann die Varroa-geschädigten Bienen. Aber durch die derzeitigen Behandlungen sind die Völker im Griff zu behalten hier. Genau, die werde ich mal aus optischen Gründen wegfegen. Aber ich zeige ja immer alles, was ich hier so sehe. Jo. Von daher alles im grünen Bereich, alle Völker am Leben. Und die werden jetzt auch behandelt. Korbfolge nochmal gucken. Meistens sehen wir die Bienen hier am Flugloch. Ja, da hängen sie in der Wintertraube. Da hängen die Bienen, genau. Ja. Schön in aller Ruhe. So, meine Lieben. Das war ein kleiner Rundgang hier und ich hatte euch am Anfang des Videos erzählt, dass ich euch nochmal von den Gründen berichten werde, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich habe die letzten 24 Stunden, länger noch, 30 Stunden nicht geschlafen. Die Rückreise von Madeira dauerte 21 Stunden,
Das war eine Katastrophe. Es ging schon am Flughafen los. Ansonsten ein toller Urlaub, aber am Flughafen ging es los. Schlangen ohne Ende vor den Check-ins. Und es war bekannt, dass die Maschine nach Hamburg defekt war und somit keine Passagiere aufnehmen konnte. Alle verbliebenen Passagiere, das waren so 180, die wurden auf drei verschiedene andere Flüge verteilt. Ich hatte das Pech, in Düsseldorf landen zu müssen. Und von Düsseldorf wurden dann Reisebusse geordert. Und die Reise mit dem Reisebus, also das hat sich alles verzögert. Statt 12.25 Uhr bin ich abgeflogen in Funchal um, ich glaube, 16.40 Uhr, meine ich. Somit waren wir in Düsseldorf abends um 21.40 Uhr. Da haben die alle schon Feierabend gemacht. Ich glaube, die Nordrhein-Westfalen, die haben ein Problem mit ihren Arbeitern und Arbeiterinnen, die sich da das Recht rausnehmen, selbst zu Flugzeiten Feierabend zu machen. Und sodass die Abfertigung lange dauerte. Und irgendwann kamen dann die Reisebusse. Ja, die Reise hat dann 5 Stunden gedauert, sodass ich um 6 Uhr genau in Hamburg war. Um 6 Uhr und um 7.05 Uhr hier zu Hause in Miegendorf. Damit war ich 20 Stunden unterwegs. Und dementsprechend sehe ich aus. Also habt ihr Erfahrungen mit solchen Malheuren, mit Reiseveranstaltern? Wenn ja, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Thema nicht interessiert, dann eben nicht. So einfach ist das. Ja, meine Lieben, ich versuche mich zu erholen hier. Ich bin völlig fertig mit der Welt. Fühle mich wie besoffen, obwohl ich nichts getrunken habe. Ist ja klar, weit über 24 Stunden nicht schlafen und dann Reiseuhr-Abenteuer hier. Ich kann kaum denken zurzeit. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein frohes Weihnachtsfest. Und wir sehen uns nach Weihnachten oder vor Weihnachten vielleicht noch in einem weiteren Video. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Tschüss!